Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Dragon Age 2. Ja, ne? So, da sind wir mal eine Runde unterwegs gewesen und haben gleich mal wieder eine Quest aufgesammelt. Und zwar müssen wir hier, Harley heißt sie, glaube ich, na Harley, Leutnant Harley ist mit ihren etwas ängstlichen Stadtwachen unterwegs gewesen und, ja, ne? Ist da gegen irgendeine Seeräuberbande, gegen die sie antreten muss. Und da gibt es einen bösen Mann, der heißt Fellorden. Und die müssen wir jetzt irgendwie fertig machen. Was mir ein bisschen Kummer bereitet ist, dass ich den guten Fenris mit dabei habe, den ich jetzt so, sagen wir mal, von den Skills her noch nicht so ausgeprägt habe. Aber, naja, gut. Machen wir einfach mal. Machen wir erstmal die Fallen weg. Da gibt es nämlich viele Fallen. So, und dann versuchen wir es mal von hinten. Gibt es da noch mehr Fallen? Ja, schau mal einer an. Ich habe den Bogen. Vielleicht sollte ich kurz... Hallo? Auch nicht schon wieder hängen bleiben. Es ist doch wirklich lästig. Wir nehmen jetzt mal kurz dann doch die Klingen. Können wir denn für Evelyn noch was tun? Nee, können wir nicht. Für dich auch nicht. Stab der Verlockung würde ich dir gerne mal geben. Und das tun wir zum Plunder. Den Kurzbogen auch. Okay. Gut. Dann würde ich denken, dass wir jetzt mal angreifen. Und ihr da hinten helft auch. Und Hundi, du bleibst auch nicht dumm stehen. Schau mal einer an. Da sind ganz viele, aber wir werden erstmal diesen Typen da möglichst angreifen. Eine Falle, genau. So, dann hauen wir euch hier erstmal das Sprengfeuer rein. Ne? Ja. Und ihr werdet eine Runde betäubt. Ja, so. Ich hoffe, dass meine Mannen alle nachkommen. Na, bin ich jetzt in diese Falle getappt? Das ist natürlich ganz schlecht. So. Ja, dann haben wir euch. Machen wir erstmal die hier alle nieder. Wer kämpft da noch? Da ist doch gerade gar keiner da, oder? Na, ist ja auch egal. Ich glaube, das war die Wache. So, dann haben wir die jetzt mal. Passt auf, wo ihr hintretet. Und dann machen wir die Falle auch noch hinüber. Und ich weiß nicht, wieso ich schon wieder bloß ein Dolch habe. Das ist doch was, was wirklich lästig ist. So. Habe ich jetzt zwei? Hier habe ich zwei. Ich weiß nicht, was das immer ist. Jetzt habe ich zwei. Okay. Den Fellorden greifen wir mal an mit dem Rachefeldzug. Hallo, komm. Na, Mensch. Blödes Programm, ehrlich. Ja, siehst du? Rachefeldzug ist immer fein. Dann machen wir für euch mal ganz kurz eine Runde Miamesisches. So, und dann nehmen wir doch vielleicht doch mal ganz kurz noch einen Trank der Wiederherstellung. Und dann machen wir, jetzt sind die alle betäubt, das ist gut, dann machen wir mal den hinterhältigen Angriff. So. Wo ist... Du kommst mal dahin und haust denen bitte mal den Feuerball da rein. Derweil gucke ich mal, dass ich da ganz kurz aus der Gefahrenzone komme und erstmal nach da hinten angreife. Genau. Da ist schon wieder eine Falle. Ach, Manne, er aber auch. Oh. Henna Hawk. Das haben sie schon besser können. So, komm her und dann kriegst du... Jawohl, dann machen wir dich ganz schnell fertig. Es sind nicht zu viele, hör doch auf. Da ist eine Falle komplex. Wo ist denn jetzt dieser Typ? Der lebt noch. Gut, dann fangen wir mal nach da hinten an. Komm her. Hinterhältiger Angriff. Und dann hammer dich auch gleich, mein Süßer. Oh, oh. Ich sollte mal ganz kurz schauen, dass ich vielleicht hier aus der Gefahrenzone komme. Bis ich wieder irgendwas... Warte mal. Schläger. Ja, ich kann nämlich gerade kein Dings nehmen. Kein Dings, ja. Kein Dings. Komm her. Das geht doch, das geht gut aus. Jetzt kann ich nämlich wieder einen Trank nehmen. Das machen wir auch.
Na komm, nimm den Trank, Mädchen. Trank. So. Wo ist der denn, der Fellorden? Wo ist er denn? Ah, da ist er. Komm her, Rachefeldzug. Dann haben wir ihn auch gleich. So. So, und jetzt bleibt bitte alles stehen, was stehen bleiben kann. Genau. Das dürfte der letzte gewesen sein. Jetzt hänge ich schon wieder. Ach, ist das nervig. Was ist denn los hier? Ich kann es nicht glauben. Hast du gut gemacht, Harry. Ich melde Lieutenant Jalen in der Feste, was ihr geleistet habt. Und sorge dafür, dass er euch belohnt. Gute Arbeit. Auch von euch, Leutnant. Sorgt dafür, dass die anderen davon erfahren. Ja. Männer, wir rücken ab! Ich will jetzt aber hier erstmal noch... Genau, jetzt bleibt bitte mal alle stehen. Jetzt mache ich erstmal diese Falle hier. Fallekomplex, genau. Und dann nehmen wir mit, was es da so zu holen gibt. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wer Fellorden ist. Einer dieser verwirrenden, da guck mal, biegsame Kette, Gardistenausführung, wunderbar. Robe des berüchtigten Panditen, die gucken wir uns jetzt auch an. Robe. 107 Magie, 15 Willenskraft. Ja, das ist ja, glaube ich, nichts, was man als Schurke nehmen kann. Die leichten Handschuhe hauen wir auch mal weg. Gut, gut, gut. Dann machen wir jetzt diese Falle hier noch fertig. Ich hoffe, dass wir das können. Oh, nee. Ach, Mann, ey. Das kommt davon, wenn man nicht richtig zielt. Na, egal. Okay, dann machen wir wenigstens die Truhen. Ja, Lyrium, getränkter, geätzter Stab. Das ist fein. Was finden wir hier noch? Durchtrenntes Seil. Jetzt gucken wir mal, ob wir da einen besseren Lyrium-getränkter Stab. 29. Ja, den Stab der Verlockung, da freue ich mich schon drauf. Lyrium-getränkter Stab. Willenskraft, Mana, Ausdauerregeneration, Ausdauer 14. Ja, ich glaube, dass wir das jetzt so nehmen. Dann können wir dich eigentlich gleich zum Plunder schieben. Genau. So, dann gucken wir uns jetzt hier noch um und dann gehen wir mal zu diesen Quests. Wir sollten ja eigentlich die Magierin retten und wir sollten ja auch gucken, ob wir irgendetwas für die verschollene Kunari-Truppe-Patrouille tun können. Das wollten wir ja auch noch auflösen. So, lass gucken. Haben wir dann hier jetzt alle... Ah! Mein Gott, ja. Das ist es gewesen, ne? Das ist halt ein Problem, wenn man so schnell unterwegs ist. Und die steht da so ein bisschen rum. Gut, da oben ist nichts mehr. Naja, gut, okay. Dann würde ich vorschlagen, nachdem wir Harley jetzt gewissermaßen zu mehr Selbstbewusstsein verholfen haben, rennen wir jetzt mal weiter. Da genau, da sind tote Kunari. Von da ungefähr sind wir gekommen. Dann laufen wir mal hier hoch, oder? Genau, da ist ein Knochenberg. Halt, nee, warte, lass uns erstmal da runterlaufen. Vorlage, Rune der Verteidigung. Ja, wunderbar. Diese Vorlagen, Leute, sind echt wichtig, weil ohne die könnt ihr einfach gar keine Runen machen. Keine. Ja, da kommen wieder irgendwelche Feinde. Ich nehme jetzt trotzdem erstmal das hier mit und dann gucken wir mal, wer kommt denn da? Wer oder was kommt da? Da, schau. Böse Seeräuber. Ja, komm her, so. Hinterhältiger Angriff. Und jetzt hauen wir hier mal ein. Ja. Oh, er hat widerstanden. Schau mal einer an. Ja, aber wir kriegen dich. Wir kriegen dich. Oh, der wird hier ständig heilt hier ständig. Hat das noch einer? Ich weiß nicht, was der gute Fenris da hinten macht. So. Okay. Dann haben wir diese Meuchelmörder jetzt. Diese Seeräuber sind echt überall unterwegs. Haben wir alle? Wer kommt da hinten angerannt? Noch mehr Seeräuber. Ah, ich sollte vielleicht aufhören, meine Leute zu halten. Das ist keine gute Idee. Dann kommt auch Hundi irgendwie wieder. So. Und komm. Hinterhältiger Angriff. Und... So, Zwillingsfangzähne. Die sind wirklich cool. So, Seeräuber Bogenschütze. Der Plünderer ist ziemlich stark. Dann greifen wir den mit dem mit dem Rachefeldzug an. Dann kriegt ihr ein Fläschchen.
Ja, der hat auch widerstanden. Böse, böse, böse. So, den sollten wir vielleicht auch noch irgendwie ausschalten. Du bist erledigt. Genau, das sage ich dir. Du bist erledigt. So, und wo sind jetzt die da hinten? Seeräuber, komm her. Hinterhältiger Angriff. Halt, komm mal her. So, jetzt auf. Dann haben wir dich. Und du hast auch widerstanden. Was bist denn du für ein... pass mal kurz auf meinen... Jawohl. So, dann haben wir die jetzt. Dann gehen wir jetzt mal gucken, was der Seeräuber-Bogenschütze für uns hat. Da könnten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz rumlaufen. Ob es da irgendwas gibt. Dann guck mal, eine Elfenwurzel, siehst du? Man sollte doch wirklich jeden Weg gehen, den man nur irgendwie gehen kann. Da sind schon wieder welche. Och, Manne. Blöde Seeräuber. Der Rachefeldzug braucht unglücklicherweise relativ viel Ausdauer. So. Komm her. Stirb, genau, das sehe ich auch so. Auf den hauen wir jetzt mal so ein bisschen ein, hier, diesen Meuchelmörder. Komm mal her, wo bist du denn jetzt, Meuchelmörder? Komm her, komm. Machen wir dich erstmal fertig und dann, wo bist du, Meuchelmörder? Du kommst gleich wieder. Ja, genau, ich kann mich rühren. Böser Meuchelmörder. So, jetzt muss ich vielleicht dann doch mal heilen. Ja, man will ja wirklich nicht zu Tode kommen, gell? Diese Meuchelmörder sind wirklich böse, auch wenn sie zu meiner eigenen Klasse gehören. So, Seeräuber, Meuchelmörder. Wir laufen auch gleich wieder die andere Richtung, ich verspreche es euch. Ah, Mythals Gunst. Eine Formel für ein Fläschchen, das geworfen wird und beim Aufprall zerbricht. Die dabei freigesetzte Substanz belebt alle Verbündeten in der Nähe wieder, die in der Schlacht gefallen sind. Ist das nicht geil? Ha, gut. Mal gucken, ob wir das brauen können und was es denn kostet, das zu brauen. Jetzt laufen wir aber hier erstmal weiter. Waren wir denn da unten schon? Ne, da waren wir noch nicht. Da gehen wir auch gucken. Da ist ein Knochenberg. Und dann laufen wir die andere Richtung, weil wir sind da ja irgendwie von oben gekommen. Ja, genau. So, da sind wir vorhin hoch. Alles klar. So, dann laufen wir jetzt wieder ganz schnell diese Richtung. Also es ist halt einfach so, Leute. Es tut mir wirklich leid. Mythals Gunst. Das ist ein wunderbares Mittelchen. Und wir werden nachher Tränke brauen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Davor nicht zu knapp. Ja, genau, den Seeräuber-Bogenschützen. Plünderer nehmen wir auch noch mit. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, da oben. Da waren wir schon, da sind wir, glaube ich, hergekommen. Okay, dann laufen wir jetzt da weiter. Weil irgendwo muss doch Verflixum aber auch, das da unten haben wir gelernt, irgendwo muss doch Verflixum aber auch diese Geschichte mit der Magierin sein. Oder bin ich völlig falsch? Ein Fass. Ja, irgendwann kennt man so die... Ach, leere, schmutzige Flasche. Ich weiß nicht, warum ich es mitnehme. Genau, jetzt gehen wir mal da hoch. Na, es geht los. Da oben kommen welche. Wo sind welche? Ah, schon wieder die. Leichnam, Seeräuber, Bogenschütze. Der da hat viel Leben. Also dann werden wir ihm mit dem Rachefeldzug begegnen. Dann schmeißen wir ein Fläschchen. Komm her, Fläschchen schmeißen. Fläschchen schmeißen. Dich machen wir mit dem hinterhältigen Angriff ein bisschen. Na, komm her, hinterhältiger Angriff. Na gut, also, jetzt hänge ich wieder. Ich bin begeistert. Hallo. Was ist denn jetzt mit meiner Maus los? Mäuschen, hallo. Meine Maus will nicht mehr. Ah ja, jetzt will sie wieder. Wunderbar. Ich glaube, ich muss mal eine andere Maus nehmen. Die macht so ein bisschen Ärger. Und das ist immer nicht gut. Vor allem mitten im Kampf. Ein hängendes Mäuschen ist keine gute Idee. So, den haben wir auch. Noch mehr? Nein. Gut. Leichnam, was hast du für uns? Einen Ring. Okay. Da können wir das Gebiet wieder verlassen. Können wir denn hier noch irgendwo rum? Ne. Okay, dann gehen wir jetzt da hoch. Weil da muss doch irgendwo diese Quest sein. Verflixum aber auch. Lass mal gucken. Genau. Kopfwelt. Kiltjäger, Fluchtweg. So, dann werden wir uns... Da sind die Kunaris. Okay. Hundi lebt auch noch. Naja, wunderbar. Dann, wer hat da viel Leben? Der da hinten. Der da. Dann greifen wir den mal an. Mit dem Rachefeldzug. Das macht immer Sinn.
dann kriegt ihr von mir ein Fläschchen. Ja, guck mal. Und meine treue Magierin. Und komm. Ist tot. Meine treue Magierin ist tot. Das ging recht schnell. Das ist natürlich nicht schön. Komm her. Und der macht mich wahrscheinlich auch gleich fertig hier, dieser Offizier. Also werden wir mal ganz kurz aus dem Weg gehen, damit er uns nicht so schnell kaputt machen kann. Tja, schade, dass wir jetzt noch nicht Myrils Gunst haben. Egal. Komm, wir hauen dir hier ein Sprengfeuer hin, mein Lieber. Ja, guck mal an, jetzt bist du betäubt. Dann greifen wir dich mal ganz kurz an. So, komm her, komm her. Jepa, komm schon, komm schon, komm schon. Und den hinterhältigen Angriff. Au, au, au. Ich glaube, dass ich... Okay. Ganz offensichtlich. Komm, hinterhältiger Angriff. Das dauert zu lang. Ja, das sehe ich auch so. Komm her, komm. Bist... Meine Güte. Hallo. Jo, der Offizier ist böse. Der heilt auch die ganze Zeit. Komm her. Und jetzt hänge ich wieder. Ach Mensch, ist doch nervig. Hallo. Hallo. Mensch. Leute. Ich hasse das. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und acht. Jappa. Dann noch mehr. Oh, da ist noch einer. Okay. Dann werden wir Evelyn helfen. Oh, das ist ein Cerebas. Das ist gar nicht gut. Dann machen wir mal den Rachefeldzug. Und jetzt von hinten. Hundi lebt auch noch. Ich weiß gar nicht, wo Hundi ist. Und gleich müssen wir wieder einen Trank nehmen, sonst haben wir keine Chance. Komm her, komm. Ah, nee, das wird uns reichen. So, komm her, Cerebas. Boah. Okay, also. Man unterschätzt das manchmal. Ist... Ja, wir haben gewonnen. Genau, wir haben gewonnen. Weiieieiei. Jetzt guck mal hier noch rum. Das ist der Offizier. Das war echt übel. Und für so viel Kampf nur so wenig Kohle. Jetzt haben wir also diese Patrouille. Da oben steht irgendeiner. Will der uns was verkaufen oder bist du auch ein Böser? Nee, der will uns was verkaufen. Margus, gehen wir aber erstmal hier gucken. Ist da was? Nein, da ist nichts. Können wir hier noch weiterlaufen? Nee, können wir auch nicht. So, Margus Waren. Was hast du für uns? Keine Gegenstände dieser Art. Hammer der Leere. Wir verkaufen mal den Plunder. Komm, wir verkaufen jetzt einfach mal so ein bisschen das von diesem Zeug da. Hochwertiger Langbogen. So. Ring kriegst du, Gürtel kriegst du. Das kriegst du, da verkaufen wir nichts. Runen verkaufen wir auch nicht. Plunder haben wir verkauft. Zurückkaufen wollen wir auch nichts. Okay. Dann haben wir jetzt genügend gekauft. Und wo geht's jetzt noch da lang? Können wir denn da noch rein? Ja, schau mal einer an. Dirnenschamesröte. Haha. Das ist etwas, was dieser Kräuterkundige von uns haben will. Und jetzt gucken wir mal kurz hier noch in diesen Kopfgeldjäger-Fluchtweg. Welchem Quest sind wir denn da gerade auf der Schliche? Verflixum aber auch. Ich will nicht hoffen, dass meine geschwächte Truppe jetzt gleich in einen Kampf gerät. Okay. Lass uns mal gucken. Kopfgeldjäger. Gefangene Abtrünniger, Suche und Rettung. Genau, wir sind also wirklich dieser Quest, wo wir den Magier helfen sollen, jetzt, auf der Wege. Und jetzt kämpfen wir. Schau an, wir kämpfen. Jetzt hauen wir den erstmal... So, komm mal her. So, und wieder ein Fläschchen umsonst. Upsala. Wo ist der Rand? Wo ist der Rest? Komm mal her. So, komm. Waren das alle? Das waren alle. Lyriumgeist, Kräfte sammeln. Ja, mach du mal, mein Lieber. Mach du mal, was immer du tun musst. Oh, Heiltrank. Sehr schön. Okay. Ich lasse die beiden jetzt mal verletzt. Ich bin mir nicht sicher, ob uns das so sehr schwächt. Das werden wir sehen. Falls es uns zu sehr schwächt, werden wir... So. Guck
Komm mal her, Sprengfeuer. Ja, schau, schau. Sprengfeuer ist fein. Und ihr kriegt jetzt noch ein Fläschchen. Fläschchen, Fläschchen, Fläschchen. Komm her. So, dann seid ihr erstmal betäubt. Dann kann man euch erstmal von hinten angreifen. Dieser hinterhältige Angriff ist einfach insofern fein. Ja. Noch mehr? Nein. Gut. Seid ihr noch da? Ihr seid alle noch da. Gut, dann geht's ja jetzt wohl da unten weiter. Passt auf, wo ihr... Komplexe Falle. So. Wie viel sind das? Das sind 3, 4. Dann werden wir dich gleich mal mit dem hinterhältigen Angriff beglücken. Jawohl. Dich mit den Zwillingsfangzähnen. Ah, na. Dann kriegst du die Zwillingsfangzähne ab. Oh, da sind viele. Stelle ich gerade fest. Dann kommt mal her. Fläschchen. Ja. Komm. Jappa. So. Und ich werde dich angreifen mit, ja, mit was auch immer. Einfach mit dem normalen. Oh, da hinten sind noch mehr. Ja, Scheibenkleister. Was ist das nur für eine Magierin, die man so bewachen muss? Komm her, dann machen wir erstmal die hier alle. Das ist ein böser Meuchelmörder. Wer kommt da oben? Da kommen noch mehr. Komm mal her, so. Und hinterhältiger Angriff. Ja, es sind wirklich viele. Verflixen, aber auch, wo ist denn mein Hundi? Komm, Hundi, du kämpfst mit. Ich muss mal gucken, ich kann mich gerade hier gar nicht... Bist du der Kopfgeldjäger-Kommandant? Du bist the Master of Disaster? Du wirst bestimmt wieder... Ja, komm her. So, komm. Und... Sie sind über... Ja, sie sind übermächtig, das sehe ich auch so. Trank der Wiederherstellung... Trank der Wiederherstellung und auch du nimmst den Trank der Wiederherstellung. Und dann haben wir da keinen mehr. Das ist natürlich schade. Es ist aber egal. Müssen wir halt neue brauen. Jetzt nehmen wir alle erstmal eine Runde Trank. Oh, ich bin betäubt. Das ist nicht gut. Oh Mann, ich bin betäubt. Was ein Mist. Jawohl. Sehr schön. Okay. Und jetzt hinterhältiger Angriff. Gut so. Und jetzt kriegst du noch die Zwillingsfangzähne. Und dann haben wir den Kommandanten. Das ist wichtig. Dann haben wir noch diesen komischen Meuchelmörder hier. Komm mal her. Komm, 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 komm. Der heilt auch. Also alle auf ihn. Alle auf ihn. Ja. Hehe. Da haben wir sie. So. Meuchelmörder. Kohle her. Hochwertiger Streitkolben. Kommandant, viel Kohle bitte. Ach komm, 18 Silber, ehrlich. Sollen wir mal gucken, ob wir hier diesen Magier finden? Komm her. Du musst doch irgendwo der Magier sein. Ja, da ist er. Gefangener Abtrünniger. So, dann werden wir ganz kurz mit der Dame reden. Das Mädchen. Schnell, bevor noch mehr Wachen kommen. Ja. Terry sagte, sie würde einen Weg finden, mich zu retten. Mhm. Das werde ich euch niemals vergessen. Danke, Süße. Danke, danke. Ich möchte Kohle haben. Mensch, echt. Du, jetzt guck mal da rein. Schau mal einer an. Da haben wir wieder diese lustigen kleinen Ring der 7 Beobachter. Da haben wir wieder diese lustige kleine Dekoration an der Decke. Da ist noch ein Fass. Nehmen wir mit. Ring der 7 Beobachter. Was bist du? Trefferchance, kritischer Schaden. Ja. Du kriegst den Ring der 7 Beobachter. Jappi. Dich werden wir mal zum Plunder schieben. Ring Ring des Magisters. Mana und Ausdauer. Feuerschaden. Okay. Dann haben wir das jetzt hier auch zum Plunder. 4 körperliche Schaden, Heilungsrate, Feuerschaden, Feuerresistenz. Okay. Plunder. Plunder. Okay. Da. Da leuchtet's auch noch.
Her damit. Kiste, Kiste, Kiste. Und ein bisschen Geld. So, dann geht's hier wieder raus. Und dann gucken wir uns da unten noch um. Und dann machen wir auch Schluss für heute. Japane, siehst du, da liegt nämlich noch rum. Und bitte, bitte Kohle. Und davon nicht zu knapp. 36 Silber, schau an. Gut, 3 Silber ist besser als nichts. Da noch irgendwas? Ja, da leuchtet's. Damit wir auch ja nichts übersehen. Truhe. Stumpfes Klappmesser. Ach, Mene, ey. Schrutz da. So. Da ist eine komplexe Truhe. Hochwertiger, schwerer Schild. Kannst du das tragen, Evelyn? Hochwertiger, schwerer Schild? Ja, schau mal an. Hm. Den geben wir dir jetzt. Und den hochwertigen Streitkolben geben wir dir auch. Und dann geht das beides hier zum Plunder. Juppie. So, sonst noch irgendwas? Wo muss ich denn wieder raus? Geht's denn da den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind? Oder können wir auch anders? Nein. Wir müssen also den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind. Und dann müssten wir zur Herrin Selby, aber das können wir ein andermal machen. Jetzt rennen wir einfach mal zurück. Muss ich denn jetzt die ganze Kiste, verlorene Küste entlang? Gruppe sammeln und weiterziehen? Ja, unbedingt. Genau. Verwundete Küste. Genau, das war die verwundete Küste. Waren wir fleißig? Haben wir eine Magierin gerettet? Haben die Kunari niedergemacht? Kopfgeldjäger Fluchtweg? Ihr besucht nie das Gesindeviertel Fenris. Ich lebe nicht im Gesindeviertel. Ja, du bist ein Arsch. Ist die Sache unseres Volkes denn gleichgültig? Betrifft sie euch gar nicht? Nee. Ich muss das Gesindeviertel nicht besuchen, um zu wissen, was sie durchleiden. Ich weiß das besser als ihr. Ich lebe seit 3 Jahren dort. Ich sehe das alles mit eigenen Augen. Und ich habe es durchlebt. Ach, Fenris, du gehst einem auf die Nerven. Genau, wollen wir denn vielleicht mal hier in den Sunderhügel die Aufgaben eines Kräuterkundigen erledigen? Das ist vielleicht keine schlechte Idee, das machen wir. Hinterhalt, die Sklavenhändler aus Tevinter haben Fenris letztlich aufgespürt. Jetzt, ihr Lieben. Jetzt haben wir den Kampf gegen die Sklavenhändler. Keinen Schritt weiter! Ihr befindet euch im Besitz gestohlenen Eigentums. Tretet augenblicklich von dem Sklaven zurück und ihr werdet verschont. Er ist kein Sklave. Fenris ist ein freier Mann. Ja. Ich werde mich nicht wiederholen. Tretet von dem Sklaven zurück! Sofort! Ich bin nicht euer Sklave! So, ihr Lieben, Fenris-Freundschaft, Evelyn-Freundschaft. Wunderbar. Nicht, dass ich Fenris-Freundschaft haben wollte. Ich glaube, dass wir das jetzt noch hier fertig machen und dann ist aber auch wirklich Schluss für heute. Ich sag's euch. Ja, komm, dem hauen wir gleich mal ordentlich ein paar entgegen hier. Den machen wir zuallererst. Den Magister machen wir alle zu... greifen wir alle an am besten. So, der ist auch schon gleich mal. So, dann ihr kriegt ein Fläschchen. Ja. So. Oh, der hat geheilt, der blöde Hund. Ja, dann haben wir ihn. Da haben wir ihn. Betäubt, betäubt. Seid ihr... lebt ihr noch? Das ist im Kampf nicht möglich. Was will ich denn machen? Was nicht möglich wäre. Komm her, Sklavenhändler. Komm, hinterhältiger Angriff. Und da kommen noch mehr. Ja, da kommen ganz arg viele. Kommt ihr mal alle. Jappi, so. Komm her, Freundchen. Wo ist eigentlich mein Hundi? Ja, komm, bringen wir es zu Ende. So, komm. Und eine Runde betäuben. So, komm her, komm her, komm her, komm her. Und hinterhältiger Angriff. Ich kann das immer nicht leiden, wenn das so viele sind. Jappi, komm her, komm, so. Auf geht's. Wir werden euch schon niederkriegen. Da gebe ich dir mal Brief und Ziegel drauf. So, dann haben wir die alle. Aha, da kommen noch mehr. Schau mal einer an. Die nehmen kein Ende. Die nehmen kein Ende. Und ich will eigentlich nicht zu Tode kommen. Das ist, wäre völlig unnötig. Und hinterhältiger Angriff. So, Fenris haben wir gleich. Oh, oh, oh. Fenris, du musst, glaube ich, was nehmen. Kettenblitz. Sehr schön, meine Liebe. Fenris muss heilen. Ich heile vielleicht auch mal lieber, vorsichtshalber. Und du nimmst auch mal einen Elfenwurzeltrank. Das kann nicht schaden.
Dann lassen wir noch unser Hundi los. Und dann werden wir noch eine Runde Fläschchen schmeißen, wenn ich denn darf. Jeppa, komm her. So. Ja, ja, wir kriegen euch, wir kriegen euch. Da ist noch einer. Bist du wohl? Jeppa. Okay. Damit sollten wir sie haben. Ah, schau mal. Ein Magister, der lebt ja noch. Wo ist er? Mhm. Bitte tötet mich nicht. Aua. Ich weiß es nicht. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Hadriana hat uns hergeführt. Sie ist in den befestigten Höhlen nördlich der Stadt. Ich kann euch hinbringen. Nicht nötig. Ich weiß, wovon ihr sprecht. Dann lasst mich gehen. Ich flehe euch an. Ich schwöre, ihr habt euch den falschen Meister ausgesucht. Uah. Danke. Hadriana. Ich war ein Narr zu denken, ich sei frei. Sie werden mich niemals in Frieden lassen. So, und wer ist jetzt bitte Hadriana? Sagt euch der Name etwas? Eine Schülerin meines alten Meisters. Mhm. Ich erinnere mich gut an sie. Ein wehleidiger Emporkömmling, die ihre eigenen Kinder verkaufen würde, um sich bei Daenerys anzubiedern. Hm. Wenn sie hier ist, dann auf seinen Befehl. Ich wusste, er würde es nicht auf sich beruhen lassen. Es ist vorbei, Fenris. Sie sind tot. Ja. Es werden noch mehr von ihnen kommen. Wenn Hadriana hier ist, wird sie niemals damit aufhören. Wir müssen sie finden. Wir schicken Daenerys eine Botschaft, die er nicht so schnell vergessen wird. Na gut. Machen wir uns auf den Weg. In den alten Zeiten wurden in den befestigten Höhlen Sklaven eingesperrt. Aber offenbar sind sie nicht länger verlassen. Wir müssen schnell zuschlagen, bevor Hadriana Zeit hat, sich vorzubereiten. Oder zu fliehen. Jo. Das machen wir das nächste Mal, ihr Lieben. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.